Hallo und willkommen, Namaste, zu einem neuen Video. Wir wollen uns heute mit unseren Bauchmuskeln beschäftigen. Wir können die Bauchmuskeln in den unterschiedlichsten Haltungen trainieren. Wir können sie sogar im Stand trainieren, im Vierfüßlerstand und klassisch in der Rückenlage. Bevor wir beginnen mit dem Bauchmuskeltraining, wollen wir aber erst einmal den ganzen Körper etwas mobilisieren. Wir stehen im hüftbreiten Stand, wir verschränken die Hände und bringen die Handrücken vor die Stirn. Wir bauen Spannung auf. Die Handrücken drücken gegen die Stirn und die Stirn hält den Rücken. Dann lösen wir die Handrücken von der Stirn, führen jetzt die Handflächen zum Hinterkopf und bauen hier Spannung auf. Wieder Druck. Und wir lösen wieder. Der rechte Handbein geht zur rechten Schläfe. Wir bauen hier Spannung auf. Und wir wechseln zur linken Seite. Wir wollen jetzt den Kopf im Atemrhythmus zur Seite neigen. Aufgerichtet atmen wir ein, ausatmen, neigen wir zur rechten Seite. Einatmen, wieder heben, aus zur linken Seite. Macht das in eurem Atemrhythmus ganz entspannt. Nase zeigt wieder gerade nach vorn. Und dann bleiben wir mit dem Kopf zur rechten Seite geneigt, heben den linken Arm etwas an, stellen die linke Hand auf und ziehen die linke Schulter tief nach unten. Lassen ausatmen, los, auf der linken Halsseite. Das rechte Ohr nähert sich der rechten Schulter und das linke Ohr zieht etwas zur Decke. Und dann können wir noch die Dehnung verstärken, indem wir den rechten Arm über den Kopf führen und die Hand so ablegen, dass die Fingerspitzen das linke Ohr berühren. Und wenn der Nacken soweit in Ordnung ist, könnt ihr ganz sanft den Kopf noch etwas mehr nach rechts dehnen und die linke Schulter tief ziehen. Dann lösen wir wieder die rechte Hand, richten den Kopf auf und kreisen ein paar Mal die Schultern zurück und neigen dann den Kopf zur linken Seite. Nehmen den rechten Arm etwas an, stellen die Hand auf, ziehen die rechte Schulter tief nach unten, lassen ausatmend auf der rechten Halsseite los. Das linke Ohr nähert sich der linken Schulter, das rechte Ohr schieben wir nach oben Richtung Decke. Und dann könnt ihr auch hier wieder den linken Arm über den Kopf führen, die Hand so ablegen, dass die Fingerspitzen das rechte Ohr berühren und ganz vorsichtig die Dehnung verstärken. Die rechte Schulter nochmal tief ziehen. Und die linke Hand wieder lösen, den Kopf heben und ein paar Mal locker die Schultern zurückkreisen. Dann strecken wir beide Arme auf Schulterhöhe aus, lassen die Daumen nach oben zeigen und wir beginnen mit den Daumen nach vorne zu kreisen. Es folgen die Hände, die Unterarme, die Oberarme, kriegst du jetzt den Kopf. Gleiche Bewegung zurück, Daumen führen wieder die Bewegung ein. Ganz zuletzt heben wir den Kopf und das Brustbein. Und wieder zusammenrollen. Und nach oben kommen. Brustbein heben, tief einatmen. Und ausatmen, wieder zurück. Letztes Mal. Tief einatmen. Jetzt rollt die rechte Hand nach vorne und die linke zurück. Eine Schulter geht vor und die linke zurück. Der Oberkörper kommt jetzt mit in die Bewegung. Okay. Und lösen. Einmal auslockern
Und wir kreisen mit den Schultern zurück. Wir atmen ein von oben, aus, hinten, unten. Und wieder lösen. Wir breiten noch einmal die Arme auf Schulterhöhe aus. Wir wollen jetzt den Oberkörper drehen. Wir drehen uns nach links und winkeln den rechten Arm an. Atmen auf. Einatmen, wieder nach vorne, aus, zur rechten Seite. Erst ein paar Mal im Atemrhythmus. Und dann wollen wir den Atem fließen lassen und den Oberkörper ganz locker hin und her drehen. Und wieder zur Mitte kommen und lösen. Wir öffnen die Beine etwas weiter. Wir wollen jetzt unsere Seiten, unsere Körperseiten etwas mobilisieren. Der linke Arm zieht hier unten nach rechts und der rechte Arm hier oben nach links. Wir neigen den Oberkörper zur linken Seite und die Fingerspitzen schieben jeweils ganz intensiv nach rechts und links. Einatmen, wieder zur Mitte kommen, ausatmen in die andere Richtung. Macht es auch in eurem Atemrhythmus. Ein und aus. Letzte Mal und lösen. Wollen wir wieder Hüftbein schließen, Schultern nochmal lockern, wir können die Schultern noch einmal einatmen, zu den oben ziehen, Hände aufstellen, ausatmen, Schultern und Schulterblätter tief nochmal ein und aus. Und ein letztes Mal und aus. Dann verschränken wir unsere Finger, drehen die Handflächen nach vorne, strecken die Arme auf Schulterhöhe nach vorne und lassen auch unseren Kopf etwas sinken. Wir ziehen die Arme lang und die Schulter nach vorne. Der obere Rücken wird etwas rund. Einatmen, heben wir Kopf und Arme und ziehen uns lang nach oben. Dann führen wir die Arme über die Seiten wieder zurück nach unten. Hinter den Rücken verschränken wir die Hände, strecken die Arme, zunächst Handrücken nach unten und dann einatmen, hochziehen. Und wieder lösen. Wir machen das Ganze nochmal. Finger verschränken, Arme strecken, Kopf zwischen die Arme, Arme vorziehen, Schultern vorziehen, ganz lang. Einatmen, wieder zur Decke strecken, lang nach oben ziehen. Ausatmen, die Arme über die Seiten sinken lassen, die Finger hinter dem Rücken verschränken und die Arme zunächst Richtung Boden und dann nach oben ziehen. Und wieder lösen. Ein letztes Mal. Verschränken, strecken, Kopf zwischen die Arme, Arme lang, Schultern nach vorne. Einatmen, strecken wir uns wieder. Ausatmen, senken, hinter den Rücken. Erst Richtung Boden und dann hochziehen. Und lösen und lockern. Noch eine Übung für die Arme. Wir winkeln beide Arme an und legen jetzt den rechten Ellenbogen in die linke Armbeuge. Die Handrücken zeigen wir zueinander. Jetzt wollen wir versuchen, dass wir die Handflächen vielleicht berühren können und dann schieben wir die Ellenbogen nach oben. Spürt ihr die Dehnung in den Schultern? Wenn das noch nicht ganz klappt mit den Handflächen, dann legt die Handrücken zusammen und schiebt dann die Arme nach oben. Schütteln und andere Seite, linke Arm ist oben, erst wieder kreuzen, Handrücken zueinander und dann versuchen, die Handflächen zu berühren und die Ellenbogen wieder nach oben schieben. Augenblick in der Dehnung bleiben. Und jetzt.
die Schritte kreisen. Dann sind wir auch schon bei unserer ersten Bauchmuskelübung. Im Einbeinstand, wir stehen auf dem linken Bein und wir heben das rechte Bein im 90 Grad Winkel an. Und wir setzen beide Hände auf dem rechten Oberschenkel an. Und jetzt drücken beide Hände ganz fest den Oberschenkel nach unten und der Oberschenkel hält dagegen. Ganz fest, ganz viel Spannung. Spürt auch die Spannung im Bauch. Das Standbein kann ruhig leicht gebeugt sein. Lass den Atem fließen. Okay. Wir wechseln die Seite. Standbein rechts, linke Bein heben, Hände wieder auf den Oberschenkel, Fuß ist flex und wir drücken wieder mit aller Kraft. Und der Oberschenkel hält dagegen ganz fest. Spüre die Spannung im Bauch. Okay. Noch einmal Seitenwechsel, rechte Bein wieder heben und drücken. Und noch einmal wechseln. Ganz fest drücken. Gegenhalten. Und lösen. Beine ausschütteln. Unsere nächste Haltung ist die kraftvolle Haltung. Utkatasana aus dem Yoga. Oder auch Stuhlhaltung genannt. Wir schieben den Po nach hinten, so als wollten wir uns hinsetzen. Strecken die Arme nach oben. Der Kopf befindet sich zwischen den Armen. Der Rücken ist gerade. Und wir heben aus dieser Haltung heraus kurz das rechte Bein an. Flexen den Fuß. Bleiben einen Moment. Und wieder los. Schultern locker. Bein wechseln. Wieder kraftvolle Haltung, Po nach hinten und das linke Bein angewinkelt heben. Und tschüss. Beine lockern, Schultern kreisen. Und dann kommen wir in den Vierfüßlerstand auf eine Bauchmuskelübung. Wir richten uns wieder ein, Vierfüßlerstand. Hände unter den Schultern, Knie unter den Hüftgelenken und Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. In dieser Haltung wollen wir durch die Nase ganz tief einatmen, vollständig ausatmen durch den Mund, nicht mehr atmen und den Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen. Bleibt hier ohne zu atmen, vielleicht für 10, 12 Sekunden. Probiert es aus, wie lange es geht. Und dann, wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht Luft, atmet wieder ein, durch die Nase, durch den Mund vollständig aus. Zieht den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule. Bleibt hier. Ohne zu atmen, ganz fest angespannten Bauchmuskeln. Und wieder loslassen, wieder durch die Nase einatmen, vollständig ausatmen. Bauchnabel zur Wirbelsäule, nicht mehr atmen. Und dann einatmen. Einmal kurz zurückschieben zu den Fersen, die Hände ausschütteln. Die nächste Übung. Ist der Unterarmstütz, ist nicht sehr beliebt, aber wenn man ihn öfter übt, ist es gar nicht mehr so schlimm. Wir wollen versuchen, heute 40 Sekunden im Unterarmstütz zu bleiben. Geht nach vorne, auf die Unterarme, setzt einmal nach dem anderen nach hinten zurück, spannt den ganzen Körper, Bauch fest, Po fest, Ellenbogen unter den Schultern und wir
versuchen das. 40 Sekunden. Die Unterarme drücken uns vom Boden nach oben. Die Zehen drücken uns vom Boden nach oben. Bauchspannung, Po-Spannung. Denkt an was Schönes. Hat es gleich geschafft, noch 10 Sekunden. Und geschafft. Nimm die Knie auf den Boden. Kommt in den Vierfüßlerstand und Katzenbuckel. Und fährt durch. Nochmal Katzenbuckel. Und fährt. Ein letztes Mal. Und dann setzt euch hin. Stellt die Beine auf. Faltet die Hände und lasst die Zeigefinger aneinander liegen. Streckt die Arme nach vorne. Und aus dieser Haltung wollen wir den Rücken runden und uns ganz langsam nach hinten ablegen. Einmal durchatmen und wieder genauso langsam nach oben rollen. Und wieder ablegen. Und nach oben rollen. Noch einmal. Langsam wieder senken. Und wir machen das noch zweimal. Nächstes Mal bleiben wir unten liegen. Und wir strecken uns einmal kurz. Strecken die Beine, strecken die Arme. Und heben dann die Beine angewinkelt an. Flexen die Füße. Verschränken die Hände auf dem Hinterkopf. Oder legen einfach die Fingerspitzen aneinander. Wichtig ist, dass ihr niemals am Kopf zieht, wenn wir den Oberkörper heben, sondern einfach den Kopf ganz entspannt auf den Händen ablegen. Wir wollen mit einer Ausatmung Kopf und Schultern heben, Blick zur Decke und jetzt strecken wir das rechte Bein flach über den Boden aus. Ziehen es zurück und strecken das linke Bein flach über den Boden aus. Wir wechseln. Der Rücken ist immer fest mit der Unterlage verbunden, der löst sich zu keiner Zeit, den drücken wir ganz aktiv nach unten. Jede Seite noch einmal, dann den Oberkörper ablegen, ein Bein nach dem anderen zurück auf den Boden und wir strecken uns nochmal, strecken die Beine, strecken die Arme. Machen uns ganz lang. Und dann stellen wir die Beine wieder angewinkelt auf. Wir wollen jetzt unsere Hände gegen die Oberschenkel legen und die Bauchmuskeln ganz fest anspannen und die Hände an den Oberschenkeln nach oben wandern lassen, bis wir zum Sitzen kommen. Und dann strecken wir die Arme, ziehen uns ganz lang nach oben. Dann fassen unsere Hände von außen in die Kniekehlen. Wir machen den Rücken rund und rollen uns ganz langsam wieder nach unten ab. Hände wieder gegen die Oberschenkel, nach oben klappen lassen, aufrichten, strecken. Und wieder in die Knie kehlen, rund werden und abgeben. Noch einmal nach oben gleiten, Rücken ganz gerade, Arme nach oben. Kehlen, rund werden und wieder abkehren. Ein letztes Mal. Und abkehren.
wieder strecken, Beine strecken, Arme strecken, in den Bauch atmen. Dann stellen wir die Beine wieder angewinkelt auf, setzen die Füße auf die Fersen, nehmen die Hände wieder locker zum Hinterkopf. Wir wollen ganz normale Crunches machen, aber in zwei Zeiten. Wir kommen hoch, hoch, tief, tief. So können wir auch atmen. Ein, ein, aus, aus. Nach Möglichkeit legen wir den Oberkörper zwischendurch nicht ab. Lassen ihn immer so kurz über den Boden schweben und richten uns dann wieder aus. Aus, aus, ein, ein. Und den Rücken wieder auf den Boden drücken. Ein letztes Mal. Ja, Arme und Beine gestrecken. Durchhalten. Bei der nächsten Übung wollen wir Radfahren. Die Beine machen eine Bewegung wie beim Radfahren. Jetzt habt ihr selbst in der Hand, wie anstrengend das ist. Wenn die Beine senkrecht nach oben wandeln, ist es nicht so anstrengend. Sind wir ganz flach über dem Boden. Wir wollen das kombinieren, die Beine gerade. Wir strecken die Arme nach oben und die Hände umkreisen sich. Die Fingerspitzen zeigen zueinander, die Beine gerade und die Arme umkreisen. Und dann variiert mal, lasst die Beine mal flacher über dem Boden sein und geht ruhig mal nach oben zum Ausruhen. Und lasst die Arme weiter um sich kreisen. Wenn ihr ganz flach mit den Beinen radelt, denkt an den unteren Rücken, drückt ihn ganz fest nach unten. Kann die Arme auch mal anders herumkreisen. Okay, dann lasst wieder ein Bein nach dem anderen auf den Boden kommen. Streckt euch nochmal, atmet tief in den Bauch. Und dann wollen wir als Ausgleich, um die Bauchmuskeln wieder zu dehnen, erst einmal dynamisch in die Schulter zurückkommen. Dazu stellen wir die Beine hüftbreit auf, ziehen die Fersen möglichst dicht zum Gesäß und kommen einatmen in die Schulterrücken. Ausatmen, genauso spürsam zurück, die Arme wieder neben den Körper führen und noch einmal Füße drücken gegen den Boden, aufrollen und zurückkommen. Beim nächsten Mal bleiben wir für ein paar Atemzüge oben. Spannt das Gesäß an, drückt die Füße fest in den Boden, die Knie ziehen etwas aufeinander zu. Haltet den Rücken in dieser Position. Dann kommt langsam nach unten, zieht die Oberschenkel zum Bauch, umfasst die Schienbeine, bewegt euch so ein bisschen hin und her.
dann lassen wir die Füße nacheinander auf den Boden kommen. Gleiche Position. Nur, dass wir jetzt die Arme neben dem Körper liegen lassen und uns wieder in die Schulterbrücke aufrollen. Hier oben bleiben. Und jetzt wollen wir das rechte Bein senkrecht nach oben strecken. Und unser Gesäß senken, aber nicht ablegen. Und wieder hochkommen. Tief und hoch. Tief und hoch. Noch zweimal. Hoch. Ein letztes Mal. Dann den Rücken ablegen, den Fuß zurück zum Boden, die Beine einmal kurz lockern. Und wir kommen wieder in die Schulterbrücke. Heben jetzt das linke Bein. Und tief und hoch. Tief und hoch. Und ein letztes Mal. Und wieder ablegen. Zieh die Oberschenkel zum Bauch. Leg die Hände auf die Knie. Und dann schiebt ausatmen, die Arme nach vorne, die Knie nach vorne. Und einatmen. Zurück zum Bauch. Die Oberschenkel auf den Bauch und fasst die Schienbeine. Bleibt einen Moment in der Dehnung. Lustig, wir wollen noch einmal in die Streckung kommen und uns anschließend klein zusammenrollen. Die Streckung in Form der langen Brücke. Dazu stellen wir die Fersen auf, strecken die Arme nach hinten, spannen den ganzen Körper, drücken ihn hoch, dass er nur auf Fersen und auf Schultern liegt. Die Arme sind gestreckt, leicht abgehoben. Wir bleiben für ein paar Sekunden. Dann langsam ablegen, die Oberschenkel gleich zum Bauch, Schienbeine fassen, Kopf und Schultern heben. Nase zwischen die Knie stecken, ganz rund werden, vollständige Ausatmung. Und das Ganze nochmal. Der lange Brücke, Füße auf die Fersen, Arme nach hinten, Körper hochdrücken. Fingerspitzen ziehen nach hinten, Füße sind geflext. Und wieder ablegen und zusammenrollen. Und ein letztes Mal. Lange Brücke. Und zusammenrollen. Dann legt den Oberkörper ab. Haltet die Oberschenkel wieder senkrecht, Hände auf die Knie und kreist wieder über den unteren Rücken. Wechselt die Richtung. Und schaltet in der Mitte ein und löst auf. Das war's mal wieder. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn es euch gefällt, wäre es schön, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Kostet nichts und so versäumt ihr kein Video. Danke fürs Mitmachen. Bis dann. Tschüss und Namaste.